Hilfe, ich habe Mundgeruch. Was kann ich tun, um meinen Mundgeruch loszuwerden? Das ist das Thema des heutigen Videos. Mein Name ist Dr. Annette Jasper, ich bin ganzheitliche holistische Zahnärztin und bespreche heute dieses Tabuthema mit dir. Denn so ungefähr 50% der Deutschen leiden unter Mundgeruch. Die wenigsten trauen sich darüber zu sprechen. Und ja, und dann gibt es noch ganz, ganz viele, die merken es gar nicht, dass sie Mundgeruch haben. Und diejenigen, die es dann bemerken, die trauen sich dann ja fast gar nicht, darüber zu sprechen, den anderen anzusprechen, weil es ja verletzend ist. Was kannst du tun, wenn du Mundgeruch hast? Die Annahme, dass dein Mundgeruch aus dem Magen-Darm-Bereich kommt, ist zu fast 99% falsch. Denn nur 1 bis 5% vom Mundgeruch kommen tatsächlich aus dem Magen-Darm-Bereich. Die übrigen 95% bzw. 99% kommen tatsächlich aus der Mundhöhle, also haben ihren Ursprung, ihre Ursache in der Mundhöhle. Und da kommt es darauf an, herauszufinden, was ist da los. Sehr, sehr häufig sind es falsche Techniken bei der Zahn- und Mundpflege, sprich also falsche Produkte, die verwendet werden, Produkte, die die Mundschleimhaut austrocknen lassen, Produkte, die die Mundflora zerstören. Und damit meine ich einfach Mundwässer, Mundwässer, die mit Chemie, mit Alkohol angereichert sind, also diese typischen Mundwässer, die vielleicht Chlorhexamid beinhalten oder auch andere Bestandteile, wo schon auf der Packung eigentlich draufsteht, bitte nicht verschlucken, und wo schon auf der Packung draufsteht, nicht für den dauerhaften Gebrauch, und wo schon auf der Packung draufsteht, führt bei längerem Gebrauch zu Geschmacksirritationen und zu Zahnverfärbung bzw. kann zu Geschmacksirritationen und Zahnverfärbungen führen. Also all diese Mundwässer, eigentlich fast alle, die so auf dem Markt sind, bis auf einige wenige, die gehören in diese Schublade. Die sind nicht dafür gedacht, dass du sie dauerhaft anwendest, sondern nur, wenn überhaupt, ich rate eigentlich ganz davon ab, aber wenn überhaupt, dann nur für einen kurzfristigen Zeitraum. Wenn du vielleicht im Krankenhaus bist, in der Klinik bist und du kannst dann eine Zeit lang deine Zähne überhaupt nicht reinigen, bist einfach nicht in der Lage dazu, dann hätten oder haben solche Mundwässer ihre Berechtigung. Ansonsten zerstören sie einfach deine Mundflora und dies führt dazu, dass du einfach dauerhaft immer eine schlechtere Mundschleimhaut bekommst und letztlich der Mundgeruch, den du eigentlich mit dem Mundwasser bekämpfen willst, nicht weggeht, sondern vielleicht sogar noch schlimmer wird. Zweite Ursache ist, es werden nur die Glattflächen der Zähne gereinigt und nicht die Zahnzwischenräume. Und das ist natürlich so der Bereich, es wird einfach nicht ordentlich genug, nicht sorgfältig genug Mund- und Zahnpflege betrieben. Denn die Zahnzwischenräume, die kannst du nicht mit einer Zahnbürste erreichen. Da brauchst du Zahnseite, da brauchst du Interdentalbürstchen und möglicherweise auch noch Interdentalbürstchen in verschiedenen Größen. Also ganz, ganz wichtig, diese Zahnzwischenräume reinigen. Wenn du die nicht reinigst, dann verbleiben dort immer, immer Bakterien, vielleicht sogar Essensreste und die führen dann natürlich zu Fäulnisprozessen und eben zu dem Mundgeruch. Dritte Ursache in der Mundhöhle kann deine Zunge sein. Ja, auf der Zunge tummeln sich natürlich auch unzählige Bakterien, auch Fäulnisbakterien, abgestorbene Hautschüppchen. Also die Zunge gehört auch gereinigt. Du reinigst die Zunge mit einem Zungenschaber, du kannst Ölziehen machen, du kannst von Muscanadent das Zungenreinigungsgel verwenden, weil auch für die Zunge gilt das Gleiche wie für die gesamte Mundschleimhaut. Das Mittel, welches du verwendest, sollte eines sein, was sanft ist, was regenerierend ist, was ja antibakteriell ist, aber nicht alle Bakterien zerstört, sondern eben nur die anaeroben, die krankmachenden. Und deswegen schau da wirklich, dass du nicht die Mundflora zerstörst und auch nicht die Zungenpapillen zerstörst, dass du diese Säuberung, diese Reinigung sanft machst.
Ja, das war es eigentlich schon, beziehungsweise nein, noch nicht ganz. Wenn du Zahnersatz hast, zum Beispiel du hast eine Brücke oder du hast eine herausnehmbare Prothese, so eine herausnehmbare Brücke, dann gehören da natürlich auch alle Flächen gereinigt. Ja? Sonst bekommst du dadurch auch klar zwangsweise mit der Zeit Mundgeruch, weil sich da einfach sehr, sehr viele Bakterien absetzen. Also frage deine Dentalhygienikerin, deinen Zahnarzt, wie du diese Nischen am besten reinigst. Auch da gibt es spezielle Bürstchen, spezielle Interdentalbürstchen, spezielle Zahnseide, die ein bisschen verdickt ist. Superfloss, Spezialfloss, so heißen die. Und dann kannst du diese Bereiche wirklich perfekt reinigen. Aber lass dir das zeigen bei der Dentalhygiene, denn es ist einfach für jeden individuell ein bisschen unterschiedlich. Und grundsätzlich ist es so, dass wenn du eine Zahnschiene zum Beispiel auch trägst oder irgendetwas herausnehmbares, das kann eine Aligner-Schiene, eine kieferorthopädische Apparatur, irgendetwas sein, was längere Stunden in deinem Mund bleibt, dann gehört diese Apparatur, gehört dieses Gerät, diese Schiene, gehört auch gründlichst gesäubert. Und das machst du mit einer Bürste. Das kann eine Zahnbürste sein, aber kann einfach auch eine andere Bürste sein, eine Handbürste. Bei Prothesen gibt es auch so Spezialprothesenbürsten, die haben längere Borsten. Dann kommst du überall richtig hin und säuberst die wirklich mit ein bisschen Spüli, mit ein bisschen Flüssigseife von allen Seiten unter fließendem Wasser. Ja, du könntest auch so Spezialtabs nehmen, die es dafür gibt, aber wenn, dann höchstens zusätzlich. Denn diese mechanische Säuberung ersetzt kein Tab und nichts. Und bei so herausnehmbaren Apparaturen könntest du auch dir so ein kleines Ultraschallgerät anschaffen. Gibt es so in den Märkten, wo es elektrische Zahnbürsten gibt, wo es Kaffeemaschinen gibt, Elektrofachgeschäfte, jetzt komme ich drauf, genau, Elektrofachgeschäfte. Also da gibt es so kleine Geräte, die sind für Prothesenreinigung da. Also kleine Ultraschallgeräte für Prothesen bzw. kieferorthopädische Apparaturen, so etwas. Wenn du so etwas trägst, dann lohnt sich die Anschaffung von so einem kleinen Gerät. Kostet in der Regel so um die 20 Euro. Also keine riesige Investition. Ja, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen bei deinem Mundgeruch bzw. bei den Maßnahmen gegen deinen Mundgeruch. Also das Erste ist eine perfekte Zahn- und Mundpflege. Ich wünsche dir alles Gute. Wenn du zu der perfekten Zahn- und Mundpflege noch mehr erfahren möchtest, wenn du sagst, oh, ich brauche da noch mehr Informationen, ich will noch mehr an die Hand genommen werden, dann schau bitte bei mir im Account, bei mir auf der Webseite, in der Akademie, Muscana Akademie, da gibt es das Seminar, das Programm Gesundheit beginnt im Mund, das Aktivprogramm. Und in diesem Programm bekommst du alles bis ins Detail erläutert, alles, was mit deiner Zahn-, Mund- und letztlich mit deiner Körpergesundheit zu tun hat, wie du die Dinge wirklich machen kannst, was du noch alles tun kannst, um wirklich eine perfekte Zahn- und Mundpflege und somit auch perfekte Gesundheit zu bekommen, so gut, wie es eben bei dir geht. Alles Gute und schalte das nächste Mal wieder ein. Ciao, ciao.